Wahrscheinlich kein Zaum. So schlimm? Keine Ahnung, ich stock das gerne. Am besten du triggerst einen mit Pfeil und Bogen. Naja. Dann schmeißt er vielleicht den Stein, den musst du dann nur ausweichen und dann. Nippelshot. Oh. Mehr Glück als Verstand. Da sind sie bei mir richtig. Ja, die ignorieren mich auch einmal wieder. Bin ich so hässlich? Du solltest vielleicht mehr. Moment. Ich seh's gerade auch. Eiskalt stehen geblieben. Der muss sich echt ärgern, oder? Ja. Naja. Ich renn mal da zur Seite, da sind nicht so viele böse. Oh! Die sind so schnell! Damit habe ich nicht gerechnet. Die schieben den Stein vor sich her. Und gut, dass wir viel Ausdauer haben. Ja. Scheiße. Oh, hier schon wieder. Wir haben nur noch 4 Pfeile. Müssen reichen. Nein! Nein! Machst du das mit Absicht? Nein! Definitiv nicht! Wir haben keinen Pfeil mehr! Ja, dann musst du wohl die Waffe wechseln. Keine Pfeile! Moment. Das ist doch so schlecht. Ich bin mal ganz ehrlich. Ja. Warum? Sammelst du nicht einfach auf, was der Typ da verloren hat? Moment. Moment. Da ist ein Jauchenküchler. Und rennst dann einfach hoch den Berg. Aber da sind doch noch 2. Willst du die jetzt echt killen und dann für einen Bosskampf nicht volle Dingens haben? Na gut. Also was heißt, das ist jetzt schon voll. Du machst den Bosskampf. Nee, Quatsch, okay, ich renne ja schon hoch. Du musst irgendwo ein Eingang in eine Höhle sein. Ist das eine Spinne oder so? Ja. Ach, Spinnen. So, yay! Am besten entgiften, würde ich sagen. Geschafft. Ja, der ist beim Rauskommen gewesen. Ja, er ist doch eh gleich hier zu Ende der Balken. Ja, dann warten wir noch so lange. Brauchst du nur eine Dingens nehmen. Das dauert ja Jahre. Wir können so lange durchs Fernglas gucken oder so. Tja. Oder könntest du ja gegen die Viecher. Die überhaupt nicht nervig sind oder so. Nö. Ich finde die toll. Ah gut, du bist nicht mehr vergiftet. Und dann nochmal auffrischen. Ja. Dann empfehle ich dir, die da nicht anzugreifen, die du vor dir sind. Achtung, vor dir angreifen. Nee, greif die nicht an. Die sind ungefährlich. Aha. Die tun hier nichts. Vor allem, wie sie echt schreiben, angreifen. Das ist ein Durchbruch. Ja, die tun halt nichts. Vor dir Käfer. Die tun hier nichts. Die würden wahrscheinlich explodieren und dann kommen Spinnen raus, oder? Das weiß ich nicht. Das kann. Oh, er betet. Nicht. Moment, das muss ich mir aus der nächsten Nähe angucken. Senpai, please notice me. Ja. Bitte. Ja, Senpai ist da unterwegs noch. Die ist da lang. Also. Oh. Sorry, wenn ich dir auf den Kopf getreten habe. Ja. Wackerer Kerl, der hier für die gute Sache betet. Ja. Viel Erfolg. Ja, den werden wir wohl brauchen. Puh, der explodiert einfach. Ja, er wird Klerik benutzt haben. Ja, da herrscht wohl Klärungsbedarf. Och. Ja, da kann man die wilde Mildred rufen, würde ich lassen. Echt? So schlecht? Nö, die ist echt gut. Die ist ein Tank. Warum würdest du es dann lassen? Naja, weil wir... Du kannst ja natürlich auch rufen, wenn du willst. Ist mir egal. Jetzt lass ich's. Muss ja schwer sein. Ja. So. Du willst unbedingt gegen den kämpfen, oder? Gegen die Spinne? Nö, eigentlich nicht. Ich hasse die. Gibt es eine Taktik? Ja. Also, was mir so bekannt ist. Die sieht echt eklig aus, die Spinne. Sehr gut, From Software, sehr gut. Warte, kam ja noch gar nicht das Eindruck, ist da eine Spinne. Ach ja, die Frau an der Spinne. Ja, genau, die Frau an der Spinne. Und. Ein Moment, das ist dieser Moment, wo sie kurze Haare haben sollte. Ja. So, also, Kilak heißt die Gute. Ich erinnere mich gerade an Brothers mit dieser Spinne und Frau und so. Zwischen Kopf und Vorderbein kannst du dich platzieren, dann trifft sie dich mit ihrem ekligen Schwert nicht. Warum hat die eigentlich ein Schwert?
Die hat ein Flammenschwert. Wenn sie nicht gerade diese Lava-Brocken da vor sich setzt. Ja. Dann bringt das was. Oder du setzt dich so seitlich an. Das funktioniert dann. Ja, keine Ahnung. Ja, viel Erfolg und so. Ja, das kann sie halt noch. Also das ist halt, das muss man lassen. Oh. Das macht auch Damage. Der war gut. Und das ist das Schwert. Das Schwert ist eklig. Das Schwert. Bis zur Hälfte auf jeden Fall tot. Deswegen zwischen Kopf von dem Vieh und Vorderbeine, da trifft sie dich mit dem Schwert nicht. Sicher? Du platzierst dich nicht richtig. So schlecht platziert? Das war direkt vor. Verdammt, da ist die Lava. Ey, ich bin nicht ganz nicht genau sicher. Kann auch sein, dass es zwischen vordersten Bein und dem langen Bein ist. Hm. Das kann auch sein. Nee, es muss weiter vorne sein. Ich weiß nicht, also ich fand das mit den Seitenangriffen ganz gut. Ja. Ich mag. Ja, viel Erfolg. Ja, danke. Ja, ich hole mir jetzt die Mildred. Ja, tu das. Erstmal musst du da hinkommen wieder. Ja, das ist ja nicht das Problem. Hm. Wie spielt man nochmal Dark Souls? Ich muss echt sagen, du hast heute den größten Anteil gehabt am Spiel. Bis jetzt. Bisher. Ja. Ich sag's mal so, das liegt halt auch immer daran, wie gut der andere spielt, wer hier den meisten Anteil hat. Also. Ja, du hast gut gespielt und ich habe einfach nur zwei, drei Mal wirklich verkackt. Ja, rein zufällig, oder? Und Absicht. Natürlich rein zufällig. Ich nehm's, lass mich doch nicht nehmen, Dark Souls zu spielen. Das macht das. Ich sollte nicht mehr auf deine Tipps hören. Das mit der Seite angreifen war wesentlich besser. Warum gibt's immer so schlechte Tipps? Vor allem bei Bossgegnern. Kann ja nicht sein. Was zum Teufel? Verdammt. Ja, mal kein Yoga. Das ist also die Kraft des Yogas. Ja. Hättest du mal noch eine gute Einstellung eben davon gemacht, hätte man das als Titel mitnehmen können oder so. Also. Ja. Das war. Der Rang ging's nicht. Ich meine ja auch eher die Bit-Aufteilung, aber egal. Tut mir leid, anderswo hätte. Ja, jetzt musst du den Bossgegner besiegen. Was? Jetzt, wo du diese Beinakrobatik vorgeführt hast, kann es einfach nicht sein, dass du gegen den. Aber ich hab etwa 60%. Ich meine, du bist schon so gut, dass du das Spiel manipulierst, das ist unglaublich. Ich hab schon. Ja, das ist einfach ein Beweis für deine Fähigkeiten. Aber ich habe etwa 20% weniger Bildausschnitt als du. Mikro davor kriegen kann. Also ich habe 100%. Ja, das habe ich dir gerade erklärt. Ich habe ein Mikro vor der Linse kleben. So. Oh, gib mir bitte nicht auf den Sack. Dafür bin ich auch der Anfänger. Du hast. Ich sitze immer hier. Ja. Aber es hat doch statische Gründe. Nein. Doch. Ich weiß, aber ich wollte Nein sagen. Es hat außerdem auch geografische Gründe. Dies verstehe ich nun wiederum nicht. Ich auch nicht, aber ich wollte es gesagt haben. Okay. Aber jetzt musst du die mal angreifen. Wir wollen noch sehen, was passiert. Ich habe keine Lust, die anzugreifen. Was passiert denn dann? Die weiß ich nicht. Das kannst du gerne probieren, ich lasse es. Weißt du, wenn ich einen Kampf vermeiden kann, dann vermeide ich diesen Kampf. Naja. Die ist bestimmt voll hässlich. Sie hat eine Tüte auf dem Kopf. Deswegen. Eine Felltüte. Oder so ein. Das ist ein Sack. Ja, aber ich nenne es Felltüte. Ich nenne es Felltüte. Kilak. Mal gucken, ob wir Kilak besiegt kriegen. Du bist ja der Experte. Ich bin gar nicht Rapini. Aha, ihr gebt euch jetzt also auch schon Kosenamen, ja? Mhm. So weit ist es also schon gekommen. Ich liebe sie. Ja, diese Beinakrobatik. Das hast du davon. Das wusste ich. Das hast du davon, dass du die Seite angriffst. Vor allem Mildred rennt da in die Dingens rein. In die, ich habe sie gar nicht mehr gesehen. Die rennt in die Lava da rein. Jetzt ist er. Jetzt kann sie tanken, während ich mich heile. Ist ja sogar eine Chaos-Hexe. Mhm. Hm. Das ist eine normale Hexe, das ist eine Chaos-Hexe.
Wie viel Damage macht denn die Tante etwa? Habe ich jetzt nicht drauf gedacht. Kannst du mal darauf achten, wie viel unsere Kollegin macht Damage? Etwa? Wenn sie denn mal zuhaut. Alter, dieser Angriff, ey. Na, noch sieht's doch gut aus. Ich meine, hängt ja eigentlich nicht so viel von ab, bloß das Weiterkommen in diesem Spiel, das Überleben der Menschheit, deine Steuererklärung für den nächsten Monat. Und genau deswegen solltest du auch nicht verlieren, ne? Aber das ist nicht sonderlich viel. Eigentlich kannst du sie jetzt mal lassen. Tja. Das nur, weil du Unterstützung hattest. Ja. Naja. Ist doch gut. Wuhu! Ich habe Kilak noch nie besiegt. Ich war noch nie so weit. Oh. Ich auch noch nicht. Achtung vor dir, Hinterteil. Was es wohl jetzt für uns gibt? Oh, ich weiß es. Einmal. Pampers. Vielleicht rollen? Ich weiß echt nicht, wie man scheinbar... Vielleicht brauchst du eine Waffe, die mehr Stärke... Also die mit Stärke funktioniert, die halt Wucht hat. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es hier irgendwo eine versteckte Wand gibt. Aber ich weiß nicht, wie man die öffnet. Also offensichtlich nicht. Im ersten Teil war es, glaube ich, so, dass man die aufschlagen musste. Oder ist sie hier drüben? Es gibt auf jeden Fall hier irgendwo eine scheinbare Wand. Das weiß ich wohl. Da bin ich mir sehr sicher. Und die führt nach irgendwo da unten. Ich weiß nicht. Kann man da auch lang? Ich weiß nicht, ob man da rein kann. Aber erstmal machen wir den hier. Ach, was öffnet sich denn dann? Na, erstmal. Warte, was will ich sehen? Was passiert jetzt gerade? Jetzt. Ah, der zweite Glockenturm. Richtig, das ist die zweite Glocke. Wer hat das da unten angebracht? Ja, voll komisch, oder? Ja. Voll unter der Erde, voll unten, ewig tief unten. Wer baut das denn? Kein Wunder, dass die Menschen hier ausgestorben sind. Ja, oder? Hui. Oh. Endlich öffnet es sich. Ja, Siegmeier wird sich freuen. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir da durchgehen? Sands Fortress heißt das gute Stück, wo wir da hinkommen. So, jetzt möchte ich mal noch ganz kurz gucken. Da gibt es doch diesen einen Händler, der irgendwas verkauft, was wir vielleicht brauchen. So eine Scherbe oder so. Echt? Stand doch, als wir da diese Schleime kaputt gemacht haben und diese eine Scherbe haben wollten, da stand, glaube ich, auch, dass es diese Scherbe bei diesem Händler da gibt. Wo ist denn dieser Durchgang? Hier gibt es irgendwo einen Durchgang und den will ich finden. Zu dem möchte ich jetzt. Ich weiß nicht, ob der hier unten war oder woanders. Wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder zurück, oder? Also halt über die Abkürzung dann beim Drachenteil, oder? So. Ja, ich überlege bloß gerade was. Oder? Kommen wir hier überhaupt hin? Ja, das will ich gerade gucken. Instant tot. Nee. Schon Dämonenruinen, okay. Oh, das sieht böse aus. Ja, da guck dir dieses Tentakelvieh da hinten an. Ja, da würde ich. Das ist Feuer. Ganz ehrlich, da würde ich gerne hin zu diesem Tentakelvieh. Gibt es da denn was? Ja. Das ist erstens ein Boss, das Vieh. Den töten wir jetzt aber noch nicht. Mhm. Also. Aber das lässt mir gerade keine Ruhe, diese scheinbare Wand, die da ist. Da will ich hin. Das ist ziemlich wichtig, dass wir da hinkommen. Ist ja auch richtig so. Weißt du denn, was es da gibt? Ja. Da gibt's die Schwester von Kilak. Oh. Und die ist eine Feuerhüterin. Das ist ziemlich wichtig. Ist die denn auch böse auf uns? Nö. Danke, dass ihr meine Schwester getötet habt. Ja, so in etwa. Ist hier. Kannst du mal bitte googeln? Dann geben Sie mir bitte das Gerät.